Von Österreichs besten Spielern, oder es ist einer der besten Spieler Österreichs, dass ich das endlich mal aus dem Mund bekomme, gegen Benjamin, oh mein Gott, ey, lösch das, wir machen das von neu. Ja, machen wir das. Das ist halt schon 45 Sekunden weg. Ja, das finde ich nicht gut, also, ich finde das nicht gut, oder? Finde ich nicht gut. Ich grüße euch, freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem weiteren Video. Leute, ich weiß nicht, was mich da geritten hat, aber ich traue mich ernsthaft. Ein Buy First Guy gegen einen der besten österreichischen Spieler oder E-Sportler, gegen Benji Austria. Grüße dich, Habibi. Servus, Bato. Freut mich, dass ich hier sein darf. Also, nehmt es ihn nicht übel. Er ist sehr, sehr schüchtern. Das ist seine erste Aufnahme auf YouTube. Aber wer bist denn du? Du bist Benji. Woher kommst du? Wer bist du? Ja, also ich bin der Benjamin Ziele, also besser bekannt wahrscheinlich als Benji Austria, und ich bin jetzt mittlerweile 23 Jahre alt und wohne in Kärnten. Ja, checkt ihn auf jeden Fall aus, sein Twitter, sein Instagram und auch sein YouTube-Kanal. Ich weiß nicht, vielleicht werden da jemals irgendwann mal Videos kommen, ist auf jeden Fall alles unten verlinkt. Benji ist auf jeden Fall aktueller E-Bundesliga-Champion im Team, also FC Red Bull Salzburg. Die Frage ist erstmal, warum hast du dich für FC Red Bull Salzburg entschieden? Also ich sympathisiere schon eigentlich seit klein auf so mit den Bullen. Also ich bin eigentlich einfach Fan von gutem Fußball, und das ist in Österreich halt eher weniger zu sehen außerhalb von Salzburg. Und deswegen eigentlich schon seit Janko und Zickler-Zeiten damals schon Salzburger Sympathisant. Bei Benji, ja, doch, letztes Jahr war er im Team dabei. Ja, nachdem ich letztes Jahr schon eben so das Umfeld auch von Red Bull Salzburg kennenlernen durfte, deswegen war es dieses Jahr eigentlich eine ganz leichte Entscheidung, dass ich nochmal für Red Bull spiele. Und Leute, ihr kennt unsere Sachen ja mit Benji, ist schlecht und so weiter. Also das hat sich jetzt schon hier eingebürgert. Trotzdem, ich muss echt sagen, Benji, ich bin sehr, sehr froh, dich kennengelernt zu haben. Du bist menschlich, auch spielerisch, Charakter einfach ein Top-Guy, nur Homo natürlich. Ja, gleichfalls, muss ich zurückgehen. Dankeschön auf jeden Fall. Nicht erschrecken, die Facecam von Benji wird dann gleich wieder weg sein. Er nimmt das gerade für mich mit dem Handy auf. Ich wollte einfach nur, dass auch mal sein Gesicht auf meinem Kanal ist, und deswegen, ja, habe ich mir gedacht, Benji, nimm das Ganze einfach auf mit dem Handy und easy going. Wir machen auf jeden Fall ein Buy First Guy im E-Bundesliga-Format. Das bedeutet, also E-Bundesliga-Einzelfinale, da hat sich Benji und Sergio, also ist auch ein Spieler von FC Red Bull Salzburg, qualifiziert. E-Bundesliga-Format bedeutet, dass nur zwei Spieler pro Club spielen dürfen. Wir werden das dann eben so machen, also maximal zwei Spieler von FC Red Bull Salzburg. Unser Hauptspieler, unser Starspieler ist Team of the Tournament, Munas Dabur. Krasser Spieler, also ich habe den einmal kurz gespielt in der Weekend League und da hat er mir mega gefallen. Ja, wir dürfen nur zwei Spieler pro Verein nehmen, österreichische Liga, aber ihr denkt euch dann wahrscheinlich, jo, okay, wem discardet ihr dann und keine Ahnung was, große Spieler, ist nicht spannend. Ihr seht das hier unten, was ich Benji zur Verfügung gebe oder zur Verfügung geben werde. Sollte ich verlieren, ich denke, er wird auch ein paar Kracher hinstellen, aber ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, die Siegeschancen halte ich für sehr, sehr gering. Aber ja, ist eine Prime Icon dabei, da sind Karten dabei, die ich nie wieder bekommen werde. Sehr seltene Karten. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich hoffe, dass ich nicht hoch verlieren werde. Mich würde es auf jeden Fall freuen. Drückt doch gerne den Daumen nach oben als Support. Wir sind endlich zurück. Ich bin zurück wieder mit Gameplay, und ja, ich würde mich sehr, sehr freuen. Daumen nach oben, und ich würde mal meinen, genug palavert, Leute. Benji spielt 4-3-3, die vierte, soweit ich weiß. Genau. Und ich werde die Raute spielen. Ist zwar sehr, sehr gefährlich, aber egal. So, wir werden auf jeden Fall jetzt filtern. Alle, wir spielen mit Bronze, Gold und Silber. Beginnst du vorne? Ich beginne hinten. Passt, dann beginne ich am linken Flügel. Okay, ja. Ich mit den Torhüter. 3, 2, 1, let's go. Oh mein Gott! Ah, fuck. Ich hab einen 60er Bronze Keeper von Hartberg. Fuck. Feist. Oh. Meins, bei mir schaut es halt besser aus. Linker Flügel, Grabovac von St. Pölten, 56er Bronzespieler. Leute, ich hab Chancen. Oh mein Gott. Oha, okay, Innenverteidiger. Mhm, bei mir rechter Flügel. Okay, let's go. Let's go. Ja! Ah, was ist das, Mann? Okay, es war schon der zweite Spieler von FC Red Bull Salzburg. Es ist André Ramalho. Eine Goldkarte zumindest.
Wie sollen wir das machen? Also zählt der Munas schon dazu jetzt, oder? Munas zählt schon dazu, genau, okay. So ist es. Ja, ich habe einen 60er Bronze-Spieler von SK Sturm. Obermeier. Der Flügel 60 Tempo ist jetzt nicht gerade optimal. Ja, André hat auch nur 51 Pace. Oh mein okay. Gott. Gut. Linksverteidiger. Okay, dann gehe ich ins ZM. Du gehst ins ZM? Ja, erster ZM von 2. Okay, let's go. Let's go. Hey, das. Oh mein Gott, 50er Bronze-Spieler. Ich hab 58 Spasic von Admira. Fuck. Oh mein Gott. Das wird lustig werden. Das wird lustig werden, Leute. Rechtsverteidiger. Okay, ZOM bei mir. Komm. Ah, Schippelsberger. Okay, ich krieg nur Bronze-Spieler. Ich hab auch Bronze. Japaner von Wacker Innsbruck. Ich hab Schippelsberger, der spielt jetzt auch bei Wacker Innsbruck. Was hast du für Position? Außenverteidiger, oder? Ich hab genau Rechtsverteidiger, der hat 76 PS, geht eigentlich klar. Das geht klar, für das, dass meine Flügel weniger PS haben als deine. Ey, das wird so lustig werden, ich freue mich jetzt schon. Oh, so, okay. Der nächste Innenverteidiger, 3. Bei mir letzter Mittelfeldspieler. Okay, Abfahrt. So. Oh. Luan. Sam Pöltner, 54 Pace, also ich habe die schnellste Abwehr. Ich habe wieder Bronze-Spieler von St. Pölten. Okay. Mm. Also bis jetzt haben, bis auf Salzburg, bin ich eigentlich, habe ich noch keinen Doppel. Hast du schon zwei Vereine? Ich habe jetzt St. Pölten das zweite Mal. Ah, okay, okay. Ich bin gespannt. Also bei mir ist ZM das nächste. Ja gut, dann gehe ich auf die Außenverteidigerposition. Okay, let's go. Let's go. Meier, 67 Pace, gar nicht schlecht. 61 Rating von Admira. Okay, bei mir ist jetzt das dritte Mal St. Pölten gekommen, das heißt, ich springe auf den zweiten Spieler und das ist Spasic von der Admira. Den habe ich auch. Okay, ja, gut. Immerhin. Ich mache jetzt den ZDM. Also du machst den Innenverteidiger? Genau. Okay, ich ZDM. Okay, let's go. Oh nein! Hey! Wen hast du? Ich hätte Samaseku bekommen. Ja, aber den hättest du eh nicht nehmen dürfen. Ja, eben deswegen. Halt, das haben wir kurz schon gute Werte. Ja, ich weiß, ja. Für ZDM jetzt, auf jeden Fall. Jetzt habe ich UM Guyet von Altach. Mein erster Spieler von Altach. Okay, ich habe von WAC Gollner. Das ist zugleich auch der Rating-Beste bisher mit 63. Oh mein Gott. Zu krass. Okay. Okay, rechtes zentrales Mittelfeld. Rechter Verteidiger. Abfahrt. Erdogan. Lask. Okay, bei mir ist es Schimpelsberger von Innsbruck. Ah, dann haben wir dieselbe Außenverteidigung. Okay. Alter, was ist das für ein Team, Leute? Oh mein Gott. So, wer wird der Sturmpartner von Munas werden? Let's go. Wem suchst du? Innenverteidiger. Okay. Oh, gar nicht mal. Okay, 53 Pace. Oh mein Gott, 33 Pace. Innenverteidiger? Ja. Ich glaube, du musst abstoßen. So gut. Ja, ich musste ihn aber gleich so kaufen, weil er kostet 10k gerade. Also echt? Bei der Auflistung. Ja, ich werde den am Transfermarkt gleich nochmal suchen. Ja, gell? Ist kein Stress. Kein Stress. Ja. Ich habe Jefte, Spanier von Mattersburg. Ist der schnell? 53 PS. Oh, fuck, okay. Ja, dann kann aber mein Innenverteidiger trotzdem nicht mithalten. Ist echt so? Okay, ZM. Okay, hat Torhüter. Ich bin gespannt auf deinen Torhüter. Let's go. Bitte, 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 bitte. Und? 56er. Oh, ich hab Fitz von Austria Wien. Fitz, sagt mir jetzt nichts. Prokop wäre der nächste gewesen, der war besser. Der ist besser, ja. Aber Fitz hat 71 PS, auch nicht schlecht. Naja, okay, das geht klar. Wie viel Rating, was für Rating hat der Torhüter nochmal? 60. Ah, okay, fuck. Deiner? Ja, 56. Jetzt ist die Frage, würdest du oder hast du geplant, einen Spieler deiner Mannschaft für das E-Bundesliga-Team zu nominieren? Also abgesehen von Munas habe ich ja jetzt nur 10 Bronzespieler bekommen und da ist jetzt keiner dabei, den ich verwenden würde. Wer sind so deine Favoriten momentan vom Team her? Also ich kann es kurz einblenden. Ich habe ein Dream Squad. Ja. Dann kannst du das kurz warte mal. Ja, perfekt. Dann kann ich das den Zuschauern zeigen. So, also hier enge Raute und von Salzburg habe ich eben Munas
und ein Sladi. Und ja, also sonst ist es eher durchschnittsmäßig. Vorne noch Danny Aller halt, weil er halt im Abschluss ziemlich stark ist. Und sonst solltest du das Video sehen, Sladi, Grüße gehen raus. Ehrenmann, er verfolgt immer meine Instagram-Stories. Es ist immer so lustig. Ich denke mir immer so, oh mein Gott, ich pusse ja ab und zu halt auch Blödsinn so, ne? Ja. Und dann gucke ich so, wer das gesehen hat. Das Ladi. Und ich denke mir immer so, okay, was denkt er jetzt von mir? Auf jeden Fall Grüße gegen raus, Ladi. Leute, sollte Benji verlieren, er würde auch, weil ich habe eigentlich damit gerechnet, dass ich wirklich haushoch verliere. Aber wenn man die Teams sieht, ist alles möglich. Das heißt, Benji würde sogar seinen roten Aubameyang setzen. Ja. Oder er setzt seinen roten Ober. Oh mein Gott. Ehrenmann. Ehren Benji in die Kommentare, Leute. So, ich lade ihn gleich ein. So, Leute. Er nennt einfach Teamname Partus Nightmare. Zu krass. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ich für dich eine perfekte Vorbereitung sein werde. Ja, bestimmt. Da bin ich mega gespannt. Aber Leute, falls es euch interessiert, ich frage jetzt mal Benji direkt, wie bereitet sich ein E-Sportler auf so Events wie jetzt vergangene Woche auf das Team-Event von der E-Bundesliga oder jetzt das kommende Einzel-Events? Da treten ja, wie schon vorher erwähnt, Benji, Sercan und die anderen zwei Besten, ne, pro Verein, richtig? Die besten pro Verein und die vier Zweitbesten, also insgesamt 16 Leute. Insgesamt 16 Leute. Also da geht es dann quasi um den Einzeltitel, wer halt Österreichs Meister ist, wenn man das so sagen kann. Aber genau. Wie bereitet man sich davor? Also beim Teamfinale hat es so ausgeschaut, dass wir halt intern mit den eigenen Teammates viel im 85er-Modus trainiert haben. Und im Einzelfinale wird halt Ultimate Team gespielt. Und da schaut es eigentlich so aus, dass man fixe Trainingspartner hat. Also ich habe heute zum Beispiel mit Sercan noch geschrieben, dass wir jetzt die Tage noch einige Spiele machen werden und dann sollte das passen. Also Sercan, wer Sercan nicht kennt, zu dem kommt jetzt die Woche auch noch etwas, aber jetzt ist mal Benji dran und ich hoffe, dass ich dein Nightmare bin. Zu krass. Jetzt sehe ich mal dein Team live. Oh mein Gott. Oh, fuck. Dann bin ich noch ein Goldspieler. Das ist das heftigste Buy-First-Guy, was man jemals gesehen hat auf meinem Kanal, Leute. Zu krass. Ich bin schon auf die First-Time-Finesse-Shots gespannt mit dem Spieler. Ich bin auch mega gespannt. Ey! Fireball ist schon mal ein Schuss. Oh mein Gott! Ich bin das gar nicht gewohnt. Ja, du mit deinem Full-Dotty-Teams. Ist echt so. Ey, komm! Nein. Ja, ja, bitte, nimm ihn. Oh mein Gott. Nein. Oh nein! Oh, 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 oh. Das glaubt. Ey, ihr seid da wieder damit verstellt, weil ihr gedacht habt. Ich habe auch gedacht, ja. Er trifft doch niemals das Tor, ne? Ich meine, wenn das Update kommt, der hätte ja niemals getroffen. Aber hast immerhin grün getroffen, also. Guck mir einfach. Ey, zu krass. Ah, du, ja, Ramalho wird regeln bei dir. Ey, Munas. Das ist zu krass. Munas! Nein, 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 nein. Nein! Nein! Oh! Ich hab den besten Torhüter der Welt. Geht der Kopfseits. Jo! Jo! Nein, nein, nein! Unverdient! Obermeier, was machst du? Ey, da muss ich mit viel reden. Eiskalt, boah, der Keeper hätte das gehabt. Mir egal. Nein, oh. Abstoß. Du Hund. Es ist zu heftig. 2-1. Hast du ja, den Torhüter bewegt? Aber ich glaube, der hat zwar geringe Schnelligkeit oder irgendwas, dass der gar nicht ins andere Eck geht. Also ich finde das so lustig gerade. Mich unterhalten das mega. Doch, das kann auch Munas gewesen sein. Von ihm kann man auch erwarten, dass er dann so reinmacht. Munas. Munas. Nein! Ich schwöre, ich bin gesehen. Oh. Nein! André, was machst du? Ja! Oh mein Gott! Ramalho. Was ist denn da los? Ey! André hat einfach gerade gegen mich gespielt. Grabowatz, 50 Schuss. Oh. Nein, ich hab geführt. Nein! Oh! Munas! Bester Mann, Munas! Geh auf, Munas! Nein, 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 nein! Ich mach dir das Tor frei! Ich hab zu lange gedrückt! Ey, 2-3, wie bitter, ich hab geführt! Schön von dir, danke. Munas, Munas merkt man schon das Rating. Ja. Munas. Bitte nicht! Ey, Junge, er wird doch nicht treffen. Ich schwör, Munas liebt mich. Ui. Uff, was ist passiert? Nein. Wie kannst du nur?
Ja, der hat das mit Dolls damit raus. Ich muss zwei Spiele abstoßen. Ja, ein bisschen Zeit ist noch. Ich hab geführt. Was war das? Keine Ahnung, wir reden nicht darüber. Boah, da wurde. Ach, danke! Nein, er hat zu lange gebraucht zur Annahme. Da hab ich mir gedacht, okay, bevor ich jetzt einfach drauf losballer, ich warte, guck an. Tschüss! Scheiße, komm, Arthur, muss ich noch machen. Aber Monas, guck noch einmal. Nein! Ja. Nein! Ich hab dir vorher sogar das Team. Ich hab den da hingeschoben. Aber dann hab ich ihn wieder weggeschoben, weil ich mir gedacht hab, nee, macht er nicht. Ey, jetzt sind es zwei Spieler. GG. Sehr gut gespielt, also wirklich gut mitgehalten. Danke dir. Ey, es hat mega, mega Spaß gemacht. Aber halt die Spieler ist halt wirklich krank. Ja, Leute, Benji darf zwei Spieler abstoßen. Jetzt kommen krasse Spieler. Du darfst jetzt noch, warte, sechs Spieler. Mhm. Genau, sechs Spieler darfst du dir aussuchen. So, Leute, also von meinen 2, 4, 6, 8 darf er sich jetzt noch sechs Spieler aussuchen. Die werde ich dann einfach random in mein Team reinpacken. Ne? Und ja, ich bin gespannt, wen er dann abstoßen wird. Also, sag einfach ganz schnell Zahlen zwischen 1 und 8. Okay, dann ich nehme einfach die letzten 6. Also 1 bis 1 und 2 kannst du weglassen. Nimm die letzten 6 Spieler. Oh mein Gott. Wer ist auf 1 und 2? Okay. Auf 1 und 2 ist Sané, der Rote. Und Player of the Year Martinez. Das heißt, du hast meine High-Rated-Karte am Start. Es ist eine Prime-Icon am Start. Das ist mein Ziel, die zu treffen. Und der Player of the Month von Sterling ist am Start, sowie Dabur. Okay. Ey, das ist eigentlich noch krasser als in meinen, als in den normalen Serien wie Squad Builder Battle. Das ist zu heftig. Also ich habe das jetzt uncut gemacht, Leute. Wir haben uns jetzt nicht unterhalten oder so. Wem er jetzt nicht abstoßen darf, bla bla bla. Ja. Auf jeden Fall 4-1-2-1-2, die zweite. Du darfst jetzt loslegen, mein Bester. Hast du schon umgestellt und alles? Ich hab schon umgestellt, ja. Okay. Ich glaube, du bist so frech und hast Campbell in der Innenverteidigung gelassen. Ich nehm das Innenverteidiger-Bärchen. Ja, ah, das klingt nicht gut. Scheiße. Was habe ich getroffen? Du hast den High-Ratedsten erwischt. Okay, wer ist das? Flashback Casillas ist unter anderem dabei mit 91 Rating. Okay. Und Team of the Group Sage Toni Kroos, den werde ich jetzt nie wieder bekommen, Leute. Ja, okay. 91, er ist das erste Mal auf meinem Kanal und stoßt mir einen 91-Spieler ab. Und dann noch der Innenverteidiger von Southampton, der Brasilianer, Luan. Also den habe ich auch getroffen. Den hast du auch getroffen. Wo war Campbell? Ei. Campbell war linkes zentrales Mittelfeld. Ja, okay, nee, das wird Sterling ZOM und Fabinho Linksverteidiger. Munas vorne. Munas war, habe ich unverändert gelassen. Fuck. Ja, okay. Okay. 3, 2, 1. Du darfst runterzählen. Okay, 3, 2, 1 und ciao. Oh mein Gott. Er ist einfach gut. Ey. Ja, es ist short, weil du hast dich echt gut geschlagen. 5-3 ist wirklich gut und dann trotzdem groß. Aber es hat brutal Spaß gemacht. Also selten, dass ich so gelacht habe. Es hat, Leute, ich weiß nicht, wie ihr das empfunden habt. Seht uns das nach wegen seiner Facecam. Wie gesagt, das war alles sehr, sehr spontan und ungeplant. Deswegen danke nochmal an dich, Benji, für deine Spontanität. Problem, ja. Und ja, Leute, wie gesagt, ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht. Benji ist einer der besten Spieler aus Österreich, wird auch von einer der besten Agenturen vertreten von eSport Reputation. Grüße gehen auch an euch, Ross Braskus. Aber bleiben wir nochmal ganz kurz im Thema eSport. Das Einzel-Event findet ja statt, jetzt am kommenden Samstag. Leute, ich werde auch live dabei sein, mit Sergio und eben mit Benji und den anderen Spielern von den anderen Vereinen. Jetzt mal die Frage, wem schätzt du am stärksten an? Oder ja, wer zählt so für dich zu den Favoriten? Würdest du dich selbst auch zu den Favoriten zählen? Also ich zähle mich eigentlich auch zu den Favoriten dazu. Ich würde so sagen, Favoritenkreis besteht so aus 5 Spielern, wo man natürlich den Titelverteidiger, den Sergio, erwähnen muss halt.
weil er auch einfach super Spieler ist. Und ansonsten würde ich noch sagen, der Marcel Hohle von der Austria, den schätze ich auch ziemlich stark ein. Und auch den Phil SKS von Sturm Graz. Genau, das sind auch meine Tipps. Also Sergio und Benji hoffe ich natürlich, dass das einer der beiden machen wird. Aber dann gibt es dann eben noch den Marcel Hohle von der Austria Wien. So wie Phil, den eigentlich sehr viele von euch kennen sollten, Phil SKS. So, jetzt haben wir ganz kurz gesprochen über das kommende Event, aber ganz kurz noch eine Frage zum vergangenen Event. Was war so dein Highlight so in der FIFA 19 Saison bis jetzt und generell so beim Gruppenevent? Was war da so dein Highlight? Also ich muss sagen, mein absolutes Highlight war beim Club-Event. Also das war noch nicht das UEFA-Bundesliga-Finale, sondern da musste ich mich halt erst qualifizieren fürs Team. Und dann musste ich in der ersten K.O.-Runde gegen einen Kollegen von mir spielen und ich war eigentlich schon ausgeschieden quasi, weil ich war je nach Hin- und Rückspiel bereits mit 3-0 hinten. Ich hatte nur noch 20 Minuten Zeit und habe dann echt noch auf 3-3 gemacht und den Golden Goal dann gewonnen. Also das war eigentlich bisher mein bester Moment in FIFA 19. Das habe ich, glaube ich, auch mitbekommen. Ja. Dort haben wir auch uns, by the way, kennengelernt. Genau. Also, falls ihr euch fragt, von wo kennen wir uns? Natürlich auch durch FC Red Bull Salzburg. Aber ja, das war so das erste Mal, dass wir uns live gesehen haben. Wir kannten uns eigentlich davor eben über die Social Medias. Und so das Highlight-Teamfinale. Ja, das war also sowieso der Meisterteller hochheben. Das ist sowieso unvergesslich. Das, ja. Ja. Abschließende Frage. Wir, also der FC Red Bull Salzburg, wir spielen ja demnächst gegen Club Brügge. Dein Tipp? Kommen wir weiter? Wir kommen auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, dass Brügge nicht so spielt wie in der Champions League gegen Dortmund, weil die haben da wirklich mit 11 Mann gemauert. Das erwarte ich jetzt eigentlich nicht. Aber deswegen, ich denke schon, klarer Sieg für uns. Ja, ich hoffe es natürlich auch. Und ja, nochmal, mir hat es mega, mega Spaß gemacht, Benji. Danke, dass du mein Gast warst. Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mir auch mega viel Spaß gemacht. Dankeschön. Und ja, Leute, gebt gerne einen Daumen nach oben, wenn ihr auch mehr wieder mit Benji, so Art Revanche, ist das. Also, aber mit Main wirklich, haut gerne. Ja, auch, ja, mit Mate, ja, das überlegen wir noch. Oder eben Squad-Builder-Battle-mäßiges. Also eine Facecam für Benji lässt sich sehr, sehr leicht auftragen. Und ja, gebt uns einfach Feedback in die Kommentare. Würde mich sehr, sehr freuen. Alle Social Medias, die ich von Benji habe, ist natürlich in der Videobeschreibung. Checkt ihn unbedingt aus. Korrekter Dude an der Stelle. Und ja, ich an der Stelle, ich bin mal raus. Benji, das ist das letzte Wort. Ciao. Ciao, ciao, Leute.